Das Körper ist so ein paar kleine Schwierigkeiten bei der einen oder anderen Athletin bereitet. Céline van Duyn aus den Niederlanden. Relativ große Athletin, die aber, wenn sie gestreckt, auch dann sehr elegant wirkt. Dieser Sprung ist ja ein kleines bisschen zu weit weggegangen, Konrad. Ja, das sind hier so kleine Details mit dem Anlauf. Da würde man jeder Trainer, also in Deutschland, würde jetzt hier ein bisschen dran rummehren, dass man auch ein bisschen den Fuß streckt. Jetzt sind wieder lang die Füße. Und hier hat man dann auch gesehen, dass der Sprung dann so ein bisschen über die Knie schlitzt und das bewegt dann, dass er etwas weiter wird, als er eigentlich gesprungen werden soll. Und deshalb ist klar, auch von der Eintauchphase her kann das keine 7 mehr geben, wo es eine gegeben hat von Eis Russland, wiewohl das Kampfgericht dem Zuschauer natürlich neutral ist. Will heißen, es ist weder ein Brite dabei noch ein deutscher Kampfrichter oder Kampfrichterin, sondern nur Nationen vertreten beim Werten, die nicht teilnehmen dürfen können. Ja, Hannes Daring hier mit einer Herzwertung gehechtet, der auch ein bisschen unten noch den kleinen Knietrick benötigt hat. Sterling 48,30 Punkte und das sind wenigstens 2,30 Punkte, um es ganz genau zu nehmen, gegenüber dem Vorkampf mehr. Diese Sprünge von 1 Meter trainieren die Athletinnen ja auch sehr oft im Training und üben das, aber dann sind es meistens auch vorbereitende Sprünge. So, Ira Latunen wird jetzt ihr 1,5 Auras Salto gehechtet. In der Disziplin 1 Meter Damen, den Sprung kann man gut ausspringen, kann man sehr, sehr elegant vorführen. So, ganz nach oben in der Wertung geht es noch nicht, vor allem weil sie hier auch im Ansatz ein bisschen schummelt, die Knie nicht richtig durchgedrückt hat und das ist ein Punkt, den die Kampfrichter definitiv abziehen müssen. Die Kampfrichter werden ja auch mit bewertet. Es gibt einen Observer, der auch guckt, ob die Kampfrichter alles richtig machen. Insofern darf man sich da auch nicht so viele Ausflüge nach oben oder unten erlauben. Ja, das musste mal gesagt werden. Da hast du Unrecht. Jetzt Uschi. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du das neben mir sitzt. Das wäre nämlich gemein, weil du ja eigentlich immer gute Wertungen erhalten hast. Das muss andere Gründe haben. Wie auch immer, Uschi Freitag ist dran. Der Uschi wieder mit einem ganz schwierigen Sprung. 2,5 Delfin-Salto gehabt. Hat ja ein Megaprogramm. Das muss man schon festhalten. Ja, so ähnlich, glaube ich, war der Delfin auch im Vorkampf. Dieser Sprung braucht halt ein bisschen Zeit, dass man da muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung mit sammeln. Irgendwann muss man damit auch beginnen. Sie sitzt hier noch so ein bisschen hinten. Es erfolgt kein optimaler Abdruck. Und dadurch fehlt ihr dann natürlich Platz, um den Sprung überhaupt richtig lang zu machen. Da wissen manche Kampfrichter nicht genau, wo soll man mit der heftigen Umdrehungen so richtig ins Wasser reingenudelt. Ja, so kann man das auch sagen. Ja, ja, wie gesagt, es ist ein Sprung, da musst du dran arbeiten. Aber man muss auch irgendwann beginnen, auch den Sprung ein bisschen Wettkampf zu zeigen. Und wir haben es auch im Vorkampf gesehen, es gibt auch Athleten, die einfache Sprünge nicht optimal ins Wasser bringen. Dann kann man sich auch mal leisten, so einen vielleicht nicht optimal ins Wasser zu bringen. Ob es dann noch reicht für eine Medaille, das ist natürlich hingestellt. So, Maria Marconi bleibt jedenfalls dran. Ja, große Satz nach vorne kann man natürlich mit 1,5 Euro rückwärts nicht machen. Und es ist auch noch Luft nach oben, weil also wenn man angreifen will, muss man auch auf diesen Sprung möglichst 8 Punkte bekommen. Ja,
ist es wichtig, dass die Athleten beim Öffnen schön dicht mit den Armen am Körper bleiben und möglichst diese Spannung im Mittelkörper nicht aufgeben. Also wie die Erfahrung zeigt und wie man das jetzt auch wieder erlebt, alle Teilnehmerinnen sind in der Lage, noch eine Schippe draufzulegen. Ja, und in den meisten Fällen steigert sich das Kampfgericht auch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Eigentlich sollte es nicht so sein, aber das Wertungsniveau ist meistens im Finale etwas höher. Lina Fedorova. Ja, es beeindruckt mich, wie geschickt die Athletinnen sind. Wenn man also den Sprung auch so als Trainerin oder Kampfrichterin sieht, dann sagt man, oh, ist schnell, aufpassen. Und sie passen aber auf, sie kriegen es noch geregelt. Sie kriegen den Sprung noch gut ins Wasser getrickst. Wurde eine Meinung dafür, dass jetzt maximal ein guter Sprung war? Ja. Also zu sehr gut fehlt ein Stück. Ja. Und dann sind wir mit Pan. Anne kämpft jetzt hier für Tina. Einhalb rückwärts gehechtet. Sehen wir jetzt auch nochmal von ihr. Also den kann sie eigentlich gut. Nein, kann sie sehr gut. Den sprang sie im Vorkampf, aber nicht so sehr gut. Echt nicht? Nee, gar nicht gut. Hm. Es ist bin jetzt bei der Tina wesentlich besser. Das waren im Vorkampf 39,10 Punkte, das muss man sich mal geben. Und jetzt sind es 50,6. Tour zu verleihen. Ja, aber er hat das. Ist noch nicht optimal. Nein. Ja, sie hat sie laufen lassen. Also der Sprung überschlägt, wenn Sie es hier nochmal sehen können in der Zeitlupe, der Kopf muss raus und die Arme kleines bisschen mehr so in Verlängerung des Körpers. Und da das nicht getan, aber sie das nicht gemacht hat, überschlägt das ein bisschen. Und die Ansätze sind schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wenn alles normal läuft für die Zuschauer, auch wenn sie am Anfang etwas mürrisch zu schauen scheint, Nadezhda Baschina ist und wird ein Zweikampf werden zwischen ihr und zwischen Tanja Kaniotto. Wir kennen das aus der Vergangenheit. Zum Beispiel bei der Europameisterschaft 2011 gewann Kaniotto vor Baschina. Oh nein, da liegt sie doch so wunderschön in der Luft. Und jetzt merkt man auch bei der russischen Mannschaft, das kann schon die Vorentscheidung gewesen sein. Konnte sie nichts mehr korrigieren, oder? Nein, der ging sehr schön hoch, der Sprung. Wunderschön. Aber sie hat dann auch irre aktiv mit dem Oberkörper geöffnet. Solche Sprünge werden mit den Beinen geöffnet, geschoben. Und sie schmeißt den Oberkörper nach hinten. Wann sieht man das jetzt? Nein, noch nicht. Aber da beginnt sie mit dem Oberkörper hinten reinzureißen. Ein bisschen früher öffnen, aber mit dem Schienen der Beine. Und sie reißt den Oberkörper nach hinten. Und das ist eine richtige tolle Wirkung. Und das geht hier fast auf den Bauch. Ja. Und, also gut. Ja, das Handtuch dient jetzt nicht zum Abtrocknen, das Handtuch dient dazu, sich zu... Und dritte war die Dame, die neben uns sitzt, neben mir sitzt, nicht Monika. Ja, schade, ne? Na, schade. Ich weiß nicht. Sondern gleich daneben sitzt Anna Lindberg, die für schwedische Fernsehen kommentiert, und die war damals dritte vom 1-Meter-Brett und auch mehrmals Europameisterin vom 1-Meter-Brett. Tanja Kaniotto. Eineinhalb wird rückwärts gehechtet. Ich liebe ja ihren hohen Zehenstand, das sieht doch schon elegant aus. Sie ist ja noch nie gesprungen, aber es sieht schon toll aus, finde ich. Das übt man, glaube ich, in High Heels. Oh, Mama Mia. So typisch ihre Art, den Sprung zu zeigen. Das macht sie auch bei 200 rückwärts oder bei 200 auch von 3 Meter so viel. Sie öffnet ziemlich stark über dieses Hohlkreuz. Das gefällt nicht allen. Nee, es gefällt nicht allen, aber es steht auch nicht geschrieben, dass man es nicht darf. Und insofern geht es in Ordnung, dann eine 8 oder auch eine 7,5. Okay. Und wer es dann ganz toll fand, der gibt auch eine 8,5. Und das ist in Ordnung. Ich bin jetzt eher bei den Kolleginnen und Kollegen, die da etwas höher reingreifen, muss ich da sagen. Ja.